Angst und Höhlenmenschen. Das ist Jan. Jan ist 4 Jahre alt und hat Angst vor dem Schlafengehen. Das ist die Mama von Jan. Sie hört eigenartige Geräusche aus seinem Zimmer und sieht nach. Was ist denn los, mein Schatz? Ich kann nicht schlafen. Ich habe Angst. Vielleicht sind in meinem Zimmer Monster. Angst ist etwas ganz Normales und Wichtiges und gehört genauso zum Leben wie die Freude oder die Traurigkeit. Letzte Woche haben wir doch diese Höhle besucht. Und in dieser Höhle lebten früher Menschen. Und genauso wie du hatten sie auch Angst. Aber keine Angst vor Monstern, sondern Angst vor Bären und Löwen. Und was sie gegen ihre Angst gemacht haben, das erzähle ich dir jetzt. Die Höhle diente zu ihrem Schutz. Aber bevor sie ihr Schlaflager aufschlagen konnten, mussten sie erst einmal schauen, ob die Höhle sicher ist. Dazu schauten sie in jeder Ecke der Höhle nach. Und zusätzlich machten sie ein Feuer und stellten einen Bewacher daneben. Der sollte aufpassen, dass keine wilden Tiere ihre Vorräte stibitzten. Und so, wie die Höhlenmenschen das früher gemacht haben, machen wir das jetzt auch. Jan und seine Mama schauten in allen Ecken nach. Unter dem Bett, hinter den Vorhängen und auch im Schrank. Aber kein Monster weit und breit. Neben der Tür stellten sie ein Nachtlicht auf. Und als Bewacher kam natürlich nur der Lieblingskuschelteddy von Jan in Frage. Fühlst du dich jetzt besser, mein Kind? Ja, Mama, jetzt ist alles gut und ich werde genauso gut schlafen wie die Höhlenmenschen. Ein Film von Mandy Lichthorn und Jan Schröder.